Herzlich willkommen zu einem Interview in der German Eventing CDV Lounge. Wir begrüßen Frank Ostholt, der heute als Führender ins Gelände gegangen ist. Und gleich meine erste Frage. Ganz zufrieden mit Air Jordan, aber nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Kann man das so sagen? Ja, sicherlich kann man das so sagen. Also, Jojo ist eigentlich fantastisch gegangen. Also, der hat die ganze Zeit, war der total dabei, hat richtig hingeguckt, war super fit. Ich habe es nicht zu schnell angehen lassen, damit er auch bis zum Schluss noch fit ist. Deswegen war ich dann auch irgendwann schon hinter der Zeit ein bisschen. Aber der war, Gott sei Dank, also er war super fit bis zum Schluss. Er hätte noch ein paar Minuten länger laufen können. Ich konnte zum Schluss nochmal richtig zulegen. Eigentlich ist er fantastisch gegangen. Letzte Wasser mit dem Stopp, da bin ich natürlich überhaupt nicht mit zufrieden. Sehr, sehr schade. Jojo, der ist im Absprung so sehr nach links gezogen, wollte auf die Insel drauf und dann habe ich gesagt, nee, wir müssen da zu dem Boot hin und übers Boot, und das hat er nicht schnell genug verstanden leider, und das war dann auch überrascht und zog dann auch nicht weiter, sondern war so ein bisschen rückwärts orientiert. Hatten wir da leider den Stopp. Sehr, sehr schade natürlich, gerade wenn man so eine Dressur hat und so gut ins Gelände startet. Aber auf der anderen Seite, der hat so viel Gutes und Tolles schon für mich gemacht. Heute hat es mal einmal nicht geklappt, in Anführungsstrichen. Und bei allen anderen Sprüngen hat er mir ein super Gefühl vermittelt. War fit bis zum Schluss. Da muss man dann auch mit fertig werden. So ist der Sport. Aber Lumülen ist zwar einer der Höhepunkte in diesem Jahr, aber sicherlich nicht der letzte oder der Haupthöhepunkt. Dafür ist sicherlich das Ergebnis doch immer noch sehr, sehr gut, oder? Weil er sehr fit und motiviert durchs Gelände gegangen ist. Ja, also das war natürlich so, dass, sag ich mal, 2007 in Pattoni war ja Giorgio müde. Das war natürlich auch ein ganz anderes Gelände, aber trotzdem ist das natürlich unwahrscheinlich auch in den Köpfen der Leuten stecken geblieben, auch in den Köpfen der Ausschussmitglieder, sag ich mal, die Nominierung machen. Insofern hatten wir uns dann ja auch im letzten Jahr für den jungen Mr. Millicott entschieden und nicht für Air Jordan, aber Air Jordan hat das ganze letzte Jahr ja eine fantastische Saison gehabt. Der hat 3 Prüfungen gewonnen, der hat Marbach gewonnen, der hat Aachen gewonnen und Schenefeld gewonnen und war beim Weltcupfinale Dritter. Aber trotzdem in Anführungsstrichen alles nur Kurzprüfungen, und hier musste der dann ja auch wieder die lange Prüfung gehen, das CCI, und da sicherlich haben die Leute da hingeguckt und wollten sehen, wie fit ist er, kann er das in Anführungsstrichen, aber ich glaube, da ist er jetzt wieder über jeden Zweifel erhaben, und insofern bin ich da sehr, sehr glücklich mit, und jetzt muss man mal gucken, wie es weitergeht. Also ich würde dann natürlich gerne zum Weltcupfinale nach Stregom am 3. August-Wochenende, und dann hoffe ich, dass ich auch zu Euro komme und dann vielleicht noch Pro oder sowas. Also es gibt noch ein paar mehr schöne Turniere dieses Jahr, und da hoffe ich, dass wir dann natürlich ohne Hindernis wieder durchs Gelände kommen. Ein Tag zurück, die Dressur gestern, die lief ja fantastisch, aber nicht ganz überraschend, oder? Also ich weiß jetzt nicht, ob man das so sagen kann, aber also Dressur finde ich immer spannend. Gerade Jojo, der ist so alt und kann eine super Dressur gehen. Das hat er gestern auch gezeigt. Aber er hat auch eine super Einstellung, und die dann in Anführungsstrichen schon manchmal fast ein bisschen hinderlich ist, weil er dann voraus will. Und ich weiß ja, wann die Wechsel kommen, und macht dann auch schon mal Wechsel viel zu früh und ist so sehr engagiert. Und das steht ihm dann natürlich dann auch manchmal ein bisschen im Wege. Das war jetzt sehr, sehr gut, dass das eine neue Aufgabe ist, die er noch nicht so kannte. Und ich habe jetzt auch schon die letzten Wochen immer mal wieder auf dem ländlichen Turnier M-Dressuren geritten, wo wir gewonnen haben, Zweiter, Dritter waren. Also er war in einer super Form und sehr, sehr gut. Und insofern bin ich wirklich sehr zuversichtlich nach Lohmühlen gefahren. Aber ich will ihn jetzt nicht so vermessen, um zu sagen, das war keine Überraschung. Es hat sich ja heute gerade am Anfang der Geländeprüfung unheimlich viel getan. Es sind viele Ausfälle gewesen oder vorgekommen, und der Stadionsprecher war ganz froh, als nach einer Dreiviertelstunde der Erste im Ziel war, den er dann immer interviewen konnte. Wie geht man denn als Reiter damit um? Wie bereitet man sich da denn vor? Schottest du dich da ganz ab oder hörst du schon hin, was da den anderen widerfährt, wo man eventuell nochmal die Taktik ändert? Wie gehst du denn damit um, dass man auch ruhig bleibt? Ja, also Susanna Bordone, die war natürlich auch schon mal im Ziel, zwar mit einem Stopp, aber im Ziel, zu Anfang als dritte Reiterin.
das ist so ein bisschen unterschiedlich. Manchmal bin ich nur im LKW, aber trotzdem lasse ich mich dann auch informieren von Leuten um mich herum. Heute war ich die ersten paar Reiter im Gelände und habe mir das angeguckt, weil ich auch am Milford-Teich gucken wollte. Habe dann auch noch mal ein bisschen meine Taktik umgestellt, wo das so schleppend losgegangen ist. Also ich war erst sogar im Überlegen, beim Milford-Teich 3 und 3 zu machen und auf dem Platz hier den direkten Weg zu reiten. 3 und 3 heißt? Also 3 Galoppsprünge zu der Stufe mit der Bank raus und dann auch flüssig weiter auf 3 Galoppsprünge zu dem Trakehner. Aber dann, als ich die ersten Reiter gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist wohl doch besser, zweimal 4 Galoppsprünge zu machen. Und dann auch hier auch auf dem Platz habe mich dann dazu entschieden, eine Volte zu drehen. Zum Hindernis Nummer 20, zu dem dritten schmalen Element. Und natürlich wird man da schon so ein bisschen unruhig. Und also wenn eine Prüfung gut losgeht, glaube ich, ist immer gut für die Stimmung, auch für die Stimmung der Reiter. Also ich war erst im Gelände, war dann im LKW, um nochmal kurz zur Ruhe zu kommen, habe mich dann aber auch nochmal wieder informieren lassen und habe ein bisschen meinen Plan geändert. Und ist ja auch weitestgehend aufgegangen. Gut, dann drücken wir die Daumen für morgen und für die weitere Saison. In diesem Jahr steht noch ein Höhepunkt an, die Hochzeit. Wann ist es soweit? Im Juli. Am 18. Juli wird in Schweden geheiratet. Und die schwedische Staatsbürgerschaft, muss man Angst haben um dich als deutsches Teammitglied? Ich war ja letzte Woche auch schon beim NDR auf dem roten Sofa und da habe ich auch gesagt, also Sarah ist stolze Schwedin, ich bin stolzer Deutscher. Also ich glaube, das wird da erstmal so bleiben. Gut, dann können wir beruhigt in den Samstagabend gehen und drücken morgen die Daumen. Dankeschön.